Jesus spricht davon, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus sagt, wer nicht von meinem Fleisch isst, wer nicht von meinem Blut trinkt. Und die Leute steigen langsam aus. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten und auch der Hohepriester werden immer hellhöriger und denken sich, entweder ist das der Messias oder das ist wohl der größte Gotteslästerer, der uns begegnet ist. Das hören wir auch im heutigen Evangelium Johannes 8, 31 bis 42. Ich lese ein kleines Stück davon vor. Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen dann gleich, wir sind Freie, wir sind ja Söhne Abrahams. Letztendlich, was ist der große Unterschied zwischen Sklave und Sohn? Der Sklave gehört dem Herrn, kann aber auch hergegeben, weiterverkauft, weiterverschenkt, weitervererbt oder was auch immer werden. Der Sohn aber, der erbt den Betrieb und der bleibt immer im Haus. Wir als Christen sind auch Söhne und Töchter Gottes. Und eigentlich erben wir auch den Betrieb. Das heißt, eigentlich sind wir als Söhne, Töchter Gottes auch Mitarbeiter im Reich Gottes. Dass Söhne einen Betrieb übernehmen und mitarbeiten, das kennen wir durchaus auch aus unserer Erfahrung. Ich darf Ihnen da nur ein bekanntes Firmenlogo in die Kamera halten von Steinway & Sons. Also die berühmte Klavierfirma Steinway und Söhne. Wenn wir also uns als Christen betrachten, dann sind wir sozusagen die Firma unter Anführungszeichen Almighty God and Sons oder auch Daughters oder der allmächtige Gott und Söhne und Töchter. Worin besteht aber jetzt unsere Arbeit als Söhne und Töchter im Reich Gottes? In der Schule habe ich öfters gefragt, ja, was muss man denn tun, um im Reich Gottes mitzuarbeiten? Ja, ist die einfache Antwort immer, man muss Gutes tun. Na gut, und wie schaut jetzt das gute Tun konkret aus? Und das ist schon ziemlich schwierig. Kinder überlegen und legen und dann sagen sie, ja, man muss den Armen was geben. Ja, hast du schon mal einem Armen etwas gegeben? Na, eigentlich nicht. Und die Mama sagt, den Armen und Bettlern soll man eh nichts geben. Und damit haben wir sozusagen einen Kreis in unserer Erkenntnis und kommen auch nicht weiter. Es ist nicht einfach, etwas für das Reich Gottes zu machen. Jesus sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf dein Hab und Gut und folge mir nach. Und der reiche Jüngling geht traurig weg. Und auch im Johannesevangelium in den Endzeitreden, das sagt Jesus auch, ja, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich war hungrig und durstig und ihr habt mir zu essen und zu trinken gegeben. Das alles durchzuführen ist nicht ganz einfach, weil ja, wir dem armen, kranken, hungrigen, durstigen vielleicht eher misstrauen und global auf der ganzen Welt zu helfen, das ist nicht ganz einfach. Einerseits können und sollen wir uns weltweit engagieren. Und wie ist das jetzt mit dem Nächsten, von dem Jesus auch redet? Ich denke, das Wichtigste ist einmal, dass wir den Nächsten nicht auf die Nerven gehen. Wenn wir das schaffen, dann ist das schon sehr, sehr viel. Das Nächste ist, dass wir unserem Nächsten Mitgefühl zeigen. Wenn er uns was sagt, wenn er was von uns will,
dass wir zeigen, es ist nicht wurscht, ob du da bist oder nicht. Es ist nicht egal, ob du uns was sagst oder nicht. Ich höre zu, ich denke mit, ich fühle mit dir mit. Und dann ist das ganz genaue Hören, was braucht er und wo kann ich meinem Nächsten, wo kann ich dir helfen? Und das zu sehen, das zu hören, ist schon ziemlich schwierig. So können wir uns engagieren, aber vor allem brauchen wir auch sehr viel Takt und Feingefühl. Und dann sind wir wirklich Söhne, Töchter und Erben in der großen, großen Firma Gottes.